Herzlich willkommen zu einer neuen Heilungsreise und einem neuen Heilungserlebnis, wo es natürlich darum geht, die Selbstheilungskräfte zu aktivieren, also nicht verwechseln mit der medizinischen Heilung. Wir schauen uns heute mal den Halsbereich an. Egal, ob du da jetzt Entzündungen hast, egal, ob du jetzt Verspannungen hast in dem Bereich, also Verspannungen lösen, Entzündungen lösen oder ob dir der sprichwörtliche Schalk im Nacken sitzt, dass du das Gefühl hast, okay, du solltest mal ein bisschen runter zurücktreten von deinen Aussagen. Also wir werden da heute ein bisschen rundum schauen und für jeden etwas raussuchen. Und ich bin davon überzeugt, dass genau die richtige Schwingung und Energie für dich dabei ist. Grundsätzlich fangen wir jetzt zuerst mal an, wenn du dich mit einblenden willst in diese Meditation, setz dich mal ganz entspannt hin, schließ deine Augen. Und atme mal tief ein und wieder aus und nochmal tief ein und wieder aus. Und wir beginnen heute mit dem Aufbauen, dem Etablieren eines Schock- und Traumalösungsfeldes. Und dieses Schock- und Traumalösungsfeld ist theoretisch überall anwendbar. Aber nachdem du heute diesen Halsbereich bearbeitest, visualisieren wir das eher im Hals-Nackenbereich. Du möchtest auch noch Schultern mit, wenn es um Verspannungen geht. Das heißt, Heilung und Traumalösungsenergie legt sich jetzt mal um deinen Hals. Und du kannst dir das vorstellen wie eine ganz leicht sitzende blaue oder weiße Wolke. Die ist aber angenehm. Die schnürt dich nicht ein. Und das ist einfach ein Feld, wo Heilung dieses Bereichs stattfindet. Und in dieser Energie, in dieser Heilungsenergie, sitzen alle Heilungsspezialistinnen und Spezialisten für deinen Halsbereich. Also egal, ob es jetzt um den Kehlkopf geht, um Entzündungen, um deine Stimme, deine Stimmung, deine Redensart, wenn du vielleicht auch das Gefühl hast, du kannst dich manchmal nicht klar artikulieren, ob es geht um Halsverspannungen, Nackenverspannungen, ja, oder irgendwelche Themen mit der Wirbelsäule, mit der Halswirbelsäule. Also du erlaubst dir da jetzt einfach mal zu visualisieren in dieser Energie, findest du sämtliche Heilenergien für diesen Bereich. Du kannst das jetzt nochmal tief ein- und ausatmen, dieses Bewusstsein. Und erlaubst dir mal, dass diese Energien jetzt arbeiten. Egal, ob du verspannt bist, ob du Entzündungen in diesem Bereich hast. Also du erlaubst dir einfach mal freier zu sein und im wahrsten Sinne des Wortes die Stimmung und Energie in deinem Hals zu heben. Und dein Hals, Nacken, ist ja relativ hoch oben bei deinem Körper. Das heißt, wenn da Verletzungen in Verbindung stehen mit anderen energetischen Zentren in deinem Körper, dann werden auch diese jetzt aktiviert durch Heilungsenergien. Wenn es zum Beispiel beim inneren Kind hängt, also beim Nabelchakra oder beim Solarplexus, beim Ich- und Du-Chakra oder in deinem Eigenwert, ganz ein wichtiges Thema, in deinem Mut, in deiner Stabilität, wenn es da hängt, dann wird da unten einfach auch gearbeitet. Ja? So, und du erlaubst dir jetzt einfach mal, dass diese Energie dich ausgleichen. Das ist das Feld der unendlichen Heilung. Und dieses Feld ist frei zugänglich für alle. Das Feld
der unendlichen Heilung. Und das ist frei zugänglich. Und in diesem Heilungsraum, nochmal, findest du alles Wissen, alle Spezialistinnen und Spezialisten, die du benötigst. Und du hast dich gerade darauf eingeschwungen, daraufhin fokussiert, dass sich heute deine Halsthemen lösen. Und während du diese Reise machst und zuhörst, spürst du schon, wie die Energie in deinem Körper fließt, wie du dich ausrichtest und korrigierst und wie du immer klarer und stabiler wirst. Wie eine positive Durchsetzungskraft dich durchfließt. Und diese Durchsetzungskraft bedeutet, du kannst Dinge in deinem Leben manifestieren. Das heißt, es kann sich die Halswirbelsäule vom Atlas bis zum allerletzten Halswirbel optimal korrigieren, inklusive aller anderen Wirbel, die da dazugehören. Es können sich deine Stimmbänder ausheilen, optimal. Jegliche Reizung verlieren, sodass du absolut perfekt gestimmt bist, im wahrsten Sinne des Wortes. Deine Schilddrüse, dein Kehlkopfbereich, deine Speiseröhre, Luftröhre, alles, was sich in diesem Raum bewegt, der Rachenraum, den kannst du auch mitnehmen beim Hals. All das korrigiert sich und wird in die höchstmögliche Schwingung gebracht. Und diese höchstmögliche Schwingung manifestiert sich jetzt bei dir. Jetzt. Nicht morgen, nicht irgendwann. Jetzt manifestiert sich die Heilung in deinem Leben. Und erlaube dir mal, dieses Bewusstsein tief einzuatmen. Ganz tief. Jetzt. Und du atmest nochmal tief ein und mit dem nächsten Ausatmen lässt du alle alten Belastungen aus deinem Energiefeld los. Die werden rausgenommen, die werden transformiert. Und du spürst, dass dies ein Heilungsort ist. Und du spürst, dass sich die Heilung jetzt bei dir manifestiert. Und manifestieren bedeutet, es fließt wirklich runter bis zum Wurzelchakra, den Fußsohlen, bis zum Zentrum der Erde. Und du spürst Rückhalt in dir und Klarheit, Geborgenheit, sodass du optimal aufgehoben bist, optimal behütet bist, optimal verstanden bist. Also egal auf welche Art und Weise du dich ausdrückst, du wirst wahrgenommen und es kann sich manifestieren. Du spürst jetzt, dass die Heilung wirklich durchfließt, dass sich Wirbel für Wirbel, Sehne für Sehne, Faser für Faser, Zelle für Zelle deines Körpers regeneriert und heilt. Und du spürst auf der energetischen Ebene, dass du Raum bekommst, dich auszudrücken, dass deine Stimme Raum hat und dass diese Gehör findet.
Und du spürst einen tiefen Frieden, eine tiefe Heilung und eine tiefe Zufriedenheit in dir. Und du atmest tief ein und wieder aus. Und erlaubst dir den ganzen Kuddelmuddel, das ganze Tohuwabohu der Welt. Einfach hinter dir zu lassen. Du spürst unendliche Klarheit, Reinigung und Liebe. Kraft, Vertrauen und Würde. Und du spürst, dass sämtliche Blockierungen aus deinem Halszentrum verschwinden und sich die Heilung, diese unendliche Heilung mehr und mehr manifestiert. Eine tiefe Ruhe senkt sich über dich und du spürst, dass es gut ist. Du spürst, dass du in dir angekommen bist. Und du spürst, dass du diese Heilung jetzt zu 100% annehmen kannst. Atme nochmal tief ein und wieder aus und bedank dich dann bei diesem Heilungsfeld und spür einfach, wie das wirklich abfließt. Das ist wirklich wie ein Eiswürfel, eine Eiskrause gewesen und das ist jetzt einfach abgeronnen. Und mit dem Abfließen nimmst du das jetzt alles mit, schwapp dich aus. Du kannst dir vorstellen, dass du nochmal unter eine Lichtdusche gehst und alles abduscht. Und dass du frisch gereinigt und frei, voller Würde, voller Leichtigkeit und Freude in deiner Energie sein kannst. Bedank dich jetzt bei deinen geistigen Helfern und Führern und nimm auch wahr, dass du absolut jetzt in eine höhere Schwingung eingetaucht bist. Und du weißt, du kannst diese Reise, diese Übung so oft wiederholen, wie du möchtest. Dein Heilungsfeld, das Heilungsfeld, Trauma-Heilungsfeld, ist immer für dich da. Bedanke dich nochmal bei der geistigen Welt und dann streck dich durch. Atme mal tief ein und aus, fühl nochmal nach. Und komm dann in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück und öffne deine Augen. Beweg dich nochmal, dass du dich gut spüren kannst und komm dann ganz ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Wie ist es dir gegangen? Ich freue mich auf deine Erfahrungen. Schreib sie mir gerne mal in die Kommentare rein. Und wie immer, lass mir gerne einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal, teile das Video, wenn du jemanden kennst, der da im Halsbereich steckt. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder aus dem wunderschönen Linz. Deine Oliver Erenich. Tschüss, bis bald.